Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkoll. Ich darf euch wieder mal begrüßen zu einem erneuten Unboxing, einem weiteren Unboxing. Hier ist ein Baustein gekommen. Ich habe euch erzählt beim Netzteil, dass ich mir einen Gaming-PC zusammenbauen möchte. Und hier ist das nächste Teilchen gekommen. Eigentlich das wichtigste Teilchen. Das ist gestern gekommen und ich war gerade mittendrin beim Aufnehmen von Dark Souls Part 62. Leider Gottes ist mir da was passiert, denn der Postcode hat geklingelt. Mitten in der Aufnahme. Ich musste also schnell aufspringen, weil ich wollte ja nicht, dass er wieder weggeht. Und habe dabei ein Audiokabel abgezogen. Irgendwie, ich weiß nicht wie, auf jeden Fall habe ich ein Audiokabel abgezogen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Nun gut, nichtsdestotrotz, ich habe es nicht gemerkt. Habe das Paket angenommen, habe es in die Ecke gestellt erstmal und dachte ich so, jetzt mache ich mal schnell meine Aufnahme fertig. Den zweiten Teil quasi angestartet und Mischpult geguckt, da hat alles geblinkt und macht und getan. Also dachte ich, ist alles in Ordnung, mach den zweiten Teil. Dann kommt auch noch ein Boss, den habe ich noch geschwind dann gelegt. Ja, geschwind kann man nicht sagen, aber ich habe ihn halt gelegt. Und dann habe ich die Aufnahme abgeschlossen. Und was soll ich sagen? Bei der Kontrolle, ich habe keinen Spielsound und keine Moderation. Es war nichts dabei, es war nichts drauf, obwohl das Mischpult alles, die Pegel alle ausgeschlagen haben. Ich verstehe es nicht. Ich habe da irgendwie anscheinend, es ging alles ins Mischpult rein, aber es kam nichts mehr raus. Es kam nichts mehr raus und ging nichts mehr in die Avamedia rein. Und folglich habe ich keinen Sound gehabt. Ich habe es dann irgendwie dann nachkommentiert ein bisschen, so mehr schlecht als recht, aber egal. Ich habe es hochgeladen, Part 62, ihr habt es selber gesehen, falls ihr es angeguckt habt. Und jetzt kommen wir aber hierzu. Ja, lecker, lecker, lecker. Eine Grafikkarte, wie man sieht. Es ist eine Asus GeForce GTX 760 ROG Striker Platinum. Das ist ein ganz schön langer Name. Aber es ist auch ein ganz schön tolles Teil, ein ganz schön tolles Gerät. Ich weiß nicht, ob da... Ich glaube, es ist alles im Bild. Ich hoffe es mal. Ich muss das mal ein bisschen so davor machen. So. Oder ich muss die Kamera eh mal vielleicht mal abmachen. Dann kann ich euch ein bisschen was zeigen dazu. Ich hoffe bloß, ich schalte jetzt nicht auf die Aufnahme drauf, denn es geht hier auch noch auf. Und dann sieht man hier ein paar Informationen noch. Das ist richtig gut gemacht. Hier sieht man nochmal. Republic of Gamers. Die haben das Ding dann auch ein bisschen getuned. Striker Platinum. Und hier unten sieht man dann einen kleinen Vergleich. Das blaue ist das Referenzmodell von der GTX 760 und das rote ist die ROG Striker GTX 760. Da sieht man, dass die schon um einiges besser ist. Und hier steht dann, stellst du den Schaf? Ja, 10% schneller als das Referenzmodell. Die ROG Striker GTX 760. Und hier steht dann auch noch mal ein bisschen was. Hier, der Kühler. Können wir fast ins Auto einbauen eigentlich, so groß ist der. 20% kühler soll das Ding sein und dreimal leiser als das Referenzmodell. Dann gibt es hier noch ein, die Lüfter sind ein Hybrid-Design, multidirektionales Cooling. Das heißt also, dass die Lüfter wahrscheinlich nicht nur Luft reinblasen auf den Kühler und kühlen, sondern auch abziehen gleichzeitig irgendwie. Was auch, vermute ich jedenfalls, ja. Und es gibt hier nochmal eine ganz nette Information, nämlich hier, die Lebensdauer. Die reguläre Lebensdauer von so ein Transistor oder was auch immer das ist, da, das rote Ding da, das hier, ist nochmals 2000 Stunden. Und mit der ROG, mit der Striker ROG, geht es 10.000 Stunden Lebenszeit. Kann man das erkennen? Ich weiß nicht, ob es scharf ist, ich sehe das nämlich gerade überhaupt nicht. Außerdem, natürlich, mit dabei eine GPU Tweak Tuning Software. Man kann es auch selbst noch mal ein bisschen, wo ist denn das hier oben? Man kann es auch noch ein bisschen selbst tunen, also übertakten noch mal weiter. Die ist schon vom Werk aus ziemlich hoch übertaktet und man kann es noch mal ein bisschen übertakten, wenn man denn möchte. Ich mache das wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus, deshalb. Und da unten noch mal die Software zum Streamen. Man kann natürlich auch streamen. So, jetzt haben wir uns die Verpackung genau angeguckt. Da links und rechts steht natürlich auch noch irgendwas hier und auf der anderen Seite. Und wenn wir es rumdrehen, ist auch nochmal ein Bildchen da. Hier sieht man nochmal die ganzen Informationen hier. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so wichtig ist. Mich interessiert eigentlich jetzt mehr, was da drin steckt. So, jetzt haben wir es alles schön angeguckt. Wer das lesen möchte, der kann ja auch ein bisschen auf Pause drücken. Jetzt packe ich das Handy dann wieder hoch. Oh, guck mal, richtig silberne Lettern ist das. Das glänzt richtig. Schön gemacht, also Verpackung ist schon mal richtig cool. Alles gut, alles dran, alles klar. Ich hoffe doch mal, ja. Ich packe das Ding jetzt mal aus zusammen mit euch und ich freue mich drauf.
Jetzt muss ich aber hier erstmal gucken, wo es denn aufgeht. Ich habe ja so mit Kartonstiche auf Kriegsfuß. Das ging ja mal einfach, aber das ging auch nur einfach, weil ich die Klebedinger schon gelöst habe. Und jetzt muss ich es da wieder rausziehen und es geht natürlich doch, es geht. Ich krieg's raus, ich krieg's raus. Ja, ja, ja. Ah, ja. Oh, schau dich das mal an. Ich habe erst gedacht, das ist Plastik hier, aber es ist kein Plastik. Es ist natürlich auch Pappe, sondern und weggeworfen so ein bisschen. Es ist Pappe. Mit goldenen Lettern steht da auch noch was drauf. Asus in search of incredible. Was auch immer das bedeuten mag. Ich bin ja so ein richtiger Englisch-Crack, ne? Wie ihr seht. Ich weiß alles. Ich kann richtig perfekt Englisch. Dann haben wir hier eine kleine Verpackung drin. Und dann schauen wir auch mal, was da drin ist. Kriege ich das auf oder kriege ich das nicht auf? Wie geht das auf hier? Ah, hier. Kabel sind dabei. Das ist, nehme ich an, eine SLI-Bridge. Da kann man die Karte im SLI-Verbund laufen lassen. Das ist cool. Dann gibt es hier noch ein Stromkabel. Und dann gibt es... Oh, das ist ein Adapterkabel, ne? Das ist vielleicht zu kurz. Das kriege ich ja gar nicht ans Netzteil und dann an die Grafikkarte ran. Das ist eigentlich, glaube ich, eher so ein Adapterkabel. Eine CD mit der entsprechenden Software, mit der Tweak, GPU-Tweak-Software und Treiber und so weiter. Hast du nicht gesehen? Ist da wahrscheinlich mit drauf. Und eine Gebrauchsanweisung ist auch noch mit dabei. Also bei solchen Sachen kann ich eigentlich nur raten, schaut da mal rein. In der Regel braucht man eine Gebrauchsanweisung nicht. Ich glaube, die Könner, die sich auskennen richtig bei den PCs und so, die werden das eigentlich auch nicht brauchen. Aber so Leute wie ich muss da jedenfalls auf jeden Fall reingucken. Jedenfalls auf jeden Fall reingucken. Ja, cooles Deutsch. Ich bin so aufgeregt. Das war es eigentlich schon. Ich packe das alles wieder schnell, geschwind rein. In die Verpackung, dass wir eigentlich zum Star des Tages kommen. Zum Star des Abends. Wie man so schön sagt. Habe ich alles drin? Ja. Und? Weggefahren. Jawohl. Fliegt gut, der Karton. Das ist so eine Art Schaumstoff oder irgendetwas. Nochmal. Ah, oh, da kommt es zum Vorschein. Natürlich antistatisch verpackt. Ich leg das mal so ein bisschen hin. Packen wir natürlich auch aus da. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht, oder? Egal. Wie rum gehört sie? Wie rum gehört die Karte? So rum gehört die Karte. So, ist ganz schön schwer, das Ding. Habe ich ganz schön unterschätzt. Ich habe sowas noch nie eingebaut. Ich habe eigentlich, was ich bis jetzt eingebaut habe, war Arbeitsspeicher. Sonst habe ich noch nie irgendetwas in den Computer eingebaut. Noch gar nie, nie, nie. Die Fernbedienung packen wir auch mal auf die Seite, mal wieder. Das war ein Kugelschreiber. So, das ist sie also. Die Asus GeForce GTX 760 ROG Striker Platinum. Was für ein langer Name, alter Schwede. Wenn die aber genauso gut ist, wie der Name lang ist, dann freue ich mich richtig drauf. Hier, das hier obere hier, das ist Kunststoff. Und hier sieht man die unterschiedlichen Lüfter. Einer ist bidirektional. Seht ihr hier? Und hier. Das sind zwei unterschiedliche Lüfter. Einer macht quasi, der saugt die Luft an und gibt gleichzeitig Luft ab. Und einer fördert die, keine Ahnung, bläst die Luft drauf, wie irgendwie, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, wie mal habe ich jetzt keine Ahnung gesagt? Ganz schön oft, ne? Auf jeden Fall sieht man hier den Unterschied zwischen den beiden unterschiedlichen Lüftern. Habe ich ja vorgelesen. Ja, Leute, ich kenne mich nicht so aus, tut mir leid, ehrlich. Ich wollte es euch aber trotzdem nicht vorenthalten, was ich hier bekommen habe. Ich habe ja erzählt, dass ich mir nach und nach ein Gaming-PC zusammenbauen möchte. Jetzt haben wir hier noch, das ist eine LED. Die zeigt die an, die leuchtet in blau, gelb, orange und rot. Je nachdem, wie die Karte beansprucht wird, leuchtet das dann hier. Republic of Gamers steht da drauf und das leuchtet dann mit dem Logo von denen. Was richtig cool und fett aussieht, ist diese 10 mm Heatpipe heißt es, glaube ich. Heatpipe, ja. Dann haben wir hier noch diese zwei Finger für die SLI, für den SLI-Verbund. Und hier ist der Stromanschluss. Für die, die es interessiert, einmal 8-Pin und einmal 6-Pin. Das war es eigentlich hier auf der Seite. Hinten, das ist eine Metallplatte zur Stabilität. Das ist Metall. So, packen wir es mal. Hier sieht man auch nochmal Asus Striker. Da sieht man auch nochmal die Finger für den SLI-Verbund. Hier sieht man ein Stückchen von den Kühlrippen. Auf der Seite ist natürlich gar nichts. Und hier haben wir dann noch die einzelnen Anschlüsse. Ich stelle das Ding mal so hin. Hier ist die Kamera. Zweimal DVI-Anschlüsse. Einmal HDMI. Und einmal ein DisplayPort. Einer von den Anschlüssen ist auch HDCP kompatibel. Also er unterstützt HDCP.
Wie ihr seht, ihr braucht zwei Slots. Die Bauhöhe ist zwei Slots. Also wenn ihr euch für die Karte interessiert und die euch kaufen möchtet, müsst ihr schauen, ob ihr genug Platz im Computer habt. Die zwei Slots Bauhöhe, also ihr braucht mindestens zwei Slots, zwei freie Slots. Natürlich beim PCI-Anschluss, bei der Grafikkartenanschluss, natürlich. Sonst woanders kann man die ja nicht einbauen. Die Bauhöhe ist wie gesagt 4 cm. Breit ist sie 15,2 cm und eine Länge hat das Ding von 28,7 cm. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, damit ihr wisst, ob das Ding überhaupt reingeht. Natürlich, habe ich schon gesagt, GTI 2 Slot. Es ist ein Typ Kepler GK104. Ist 28 Nanometer gefertigt. Der Standard GPU-Takt liegt bei 1085 MHz und im Boost-Block bei 1150 MHz. Das ist eine ganze Menge. Textureneinheiten 96, ROP-Einheiten 32. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzähle. Ne? Ich wollte es nur mal so nebenbei bemerken. Der Speicher, das sagt mir das. Speichergröße natürlich GDDR5 4 GB. Das ist eine ganze Menge. Wow. Speichertakt natürlich 6 MHz. Auch 6 GHz dann eigentlich quasi. Speicherz, ja. Wow. Und die Speicheranbindung liegt bei 256 Bit. Es gibt mittlerweile, ich glaube, die R9 290X hat sogar 512, die 92er auch von Radeon, hat auch 512 Bit. Was das bringt oder so. Leute, sorry, ich kenne mich nicht aus, aber ihr seht das Ding jetzt einfach mal, ne? PCI 3.0 Steckplatz, natürlich auch abwärtskompatibel auf PCI Express 2.0. Wichtig ist, es ist ein PCI Express Anschluss. So, jetzt setze ich mal wieder ein bisschen hin. Ich sehe ja ohnehin, dass alles im Bild ist. Die Stromversorgung, habe ich ja gesagt, einmal 8 Pin und einmal 6 Pin. Empfohlene Leistung, also das mindeste Leistung ist ein Netzteil von mindestens 500 Watt sollte man haben. 30 Ampere auf 12 Volt Leitung. Ja, es kommen noch ein paar Features, die sagen mir auch nicht so viel, aber ich lese es mal vor, weil die Kenner, die sich auskennen, die wollen das vielleicht wissen. Das ist einmal DirectX 11.1, Shader Modell 5.0, Direct Compute 5.0, OpenGL 4.3, OpenCL, 3D Vision Surround, Teslation, FuseX, CUDA, NVENC, alter Schwede, SMX, GPU Boost 2.0, adaptive vertikale Sync und SLI, kompatibel mit dem Betriebssystem Windows 8, Windows 7 und Windows Vista. So, das habe ich alles genannt, das waren die Features und angeguckt haben wir uns das Ding. Natürlich werde ich das Ding selbst einbauen, klar, wie das Netzteil. Ich habe noch nichts gemacht, das Einzige, was ich eingebaut habe, war der Arbeitsspeicher. Das Netzteil habe ich noch nicht eingebaut und Karte natürlich auch nicht, logischerweise, sonst wäre sie ja hier nicht liegen. Daran lasse ich euch natürlich auch teilhaben. Natürlich. Ihr könnt euch damit köstlich amüsieren, denn ich habe noch nie irgendwas in dieser Art eingebaut. Geschweige denn gekauft. Das ist meine erste Grafikkarte, die ich gekauft habe in meinem Leben. Wow. Ich bin stolz auf mich. Ich hoffe, ich habe was Anständiges gekauft. Und vom Netzteil her werde ich sehen. Aber ich werde euch auf jeden Fall teilhaben lassen. Die Kamera läuft mit. Und ich werde es mit euch zusammen einbauen. Ich hoffe nur, ich schrotte es nicht. Mir graut es nämlich schon vor dem Netzteil. Diese ganzen Kabel, ich habe mal schon einen Blick reingeworfen, als ich den Arbeitsspeicher eingebaut habe. Und ich habe die ganzen Kabel gesehen. Oh no, habe ich gedacht. Oh no, das kriege ich nie im Leben hin. Ich werde mich natürlich vorher ein bisschen informieren, klar. So ein, zwei Videos anschauen. Da gibt es ja einige, wie man so ein Zeug einbaut. Aber ich weiß nicht, ob das genau die gleichen Kabelanschlüsse sind und so. Ich habe keine Ahnung. Weil das Netzteil, das ich jetzt habe, sieht ein bisschen anders aus, wie das Netzteil, das eingebaut ist. Das Netzteil, das eingebaut ist, hat bloß 350 Watt, also kann ich die Karte schon mal gar nicht darüber betreiben, weil es soll ja mindestens 500 Watt haben. Das neue Netzteil hat 700 Watt, also das passt, ist in Plan. Passt, okay. So, meine Freunde, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne wieder in die Kommentare unten reinschreiben. Ja, ich bezweifle, dass ich sie beantworten kann. Ich versuche es natürlich, sie zu beantworten. Diese Karte gibt es übrigens ab 265 Euro zu kaufen. Ich habe leider ein bisschen mehr bezahlt, als ich die bestellt habe. Mittlerweile kostet 265. Habe ich im Nachhinein gesehen, ich könnte sie theoretisch wieder zurückschicken, aber ich lasse es nicht.
ist mir jetzt so blöd an. Jetzt habe ich sie, ich will sie auch irgendwann mal einbauen und will nicht nochmal extra länger warten, zurückschicken, warten, bis das Geld wieder da ist und bla und dann neu bestellen und warten, bis es wieder kommt und überhaupt, nee. Ich lasse das Ding jetzt so, wie es ist. Ihr könnt es, wie gesagt, ab 2,65 könnt ihr die Karte kaufen. Und ja, das war's. Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr, wie gesagt, habt Fragen, die Kommentare, wenn ihr sonst irgendwelche Kommentare habt, wenn ihr mir behilflich sein wollt und ich habe irgendwas vergessen zu dieser Karte, könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare reinschreiben. Ganz klar, würde ich mich drüber freuen. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Sandwinkel war hier mit dem Unboxing von der GeForce Asus GeForce GTX 760 ROG Striker Platinum Grafikkarte mit 4 GB Speicher. Yeah. Bye bye.